passiert mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren nigelnagelneuen Ausgabe Bundesliga live am Montag um 18.30 Uhr heute mit fantastischer Runde. Ralf Gunnisch ist da, Etienne Gade, Tobias Escher von Spielverlagerung, der kompetenteste Mensch der Welt. Ihr seht alle so fit aus heute. Das ist Fassade und völlig gespielt. Wir sind alle drei super übermüdet, die beiden Jungs, weil sie Ostras geguckt haben, moderiert haben, weil ich denen zugeguckt habe. Und wir haben alle nicht geschlafen. Aber das ist egal. Denn wir pressen die letzte Energie aus uns raus. Ja? Für euch, für Fußball. Nochmal alles raushauen. Nochmal alles raushauen, jetzt nochmal dabei sein. Ne? Denn es gibt auch eine Menge zu besprechen. Das sind ja englische Wochen. Fetter Spieltag, den wir natürlich gleich auseinander pflücken müssen. Plus morgen und übermorgen auch nochmal eine Runde. Ja? Also ich glaube am Mittwoch 7 Spiele. Ne? Gab es das schon mal außer am Saisonfinale, dass es 7 Spiele an einem Tag gab? Ihr guckt mich alle so an. Das stimmt. Vor 50 Jahren. Sind doch 7 morgen, übermorgen, ne? Ja, also Mittwoch 7, morgen 2 Top-Spiele. Mhm. Ja. Fantastisch. Also da haben wir eine Menge auf der Kette. Ich freue mich auf den Mittwoch. Das ist, eigentlich muss man am Mittwoch einfach nur Beine hochlegen und den ganzen Tag Fußball gucken. Ist doch geil. Ja, gut, sie laufen alle gleichzeitig. Es wird schwierig. Ja, Konferenz, mein Freund. Mhm. HSV auf dem einen, auf dem Fernseher und auf dem Laptop Konferenz. So guckt man heute Fußball. Ne? Ja, gar nicht lange rumlabern. Ihr seid alle müde, deswegen starten wir direkt mit der Spieltagsanalyse. Freitag, ja, war das erste Spiel. Und zwar, warte, pass auf. In der größten... Wieso blenden wir das nicht ein? Ach, wir haben es ja auch hier, ne? Köln gegen Hertha. Köln gegen Hertha. Handball-Arena Deutschlands. Warum? Hat Jörg Schmadtke gesagt. Handballarena? Mhm. Sie haben da die Rhein-Neckar Füchse gespielt. Potenziellen Handspiels von. Ah. Wer war's denn? Aber können wir Dextro-Energie. Nee, alles gut. nein, das. Von was denn? Wer hat das Handspiel gemacht? Von dem Hertha-Spieler aber. Ja. Ne? Vielleicht war es Thomas Kraft. Aber der dürfte ja. Ja, keine Ahnung, habe ich jetzt. Die Appelle ist auch Nein, schon lange her. Hertha, das ist der erste Sieg jetzt in der Rückrunde. Das war auch ja. Wieder so ein bisschen wieder das Hertha aus der Hinrunde spielerisch. Ja, gut, rechtzeitig. Ach, ja. Rechtzeitig zum Frankfurt-Spiel, meinst du, ne? Ja. Kommen wir gleich noch zu. Ja, und Hertha auf Platz 3 mit dem Sieg in Köln. Und die Konkurrenz, kommen wir gleich noch zu, hat Berlin ja auch ein bisschen Gefallen getan, denn bis auf Mainz. Hat keiner da oben noch gewonnen. Hm? Bis runter zu Platz. Wer hat denn überhaupt gewonnen? Guck mal, Bayern ist Erster. Hannover hat gewonnen, guck mal, Dortmund hat gewonnen und Mainz hat gewonnen. Ja, pass auf, Berlin ist Dritter. Gladbach hat nicht gewonnen, Mainz hat gewonnen. Leverkusen nicht, Schalke nicht, Wolfsburg nicht, Ingolstadt nicht, Köln nicht, HSV nicht, Stuttgart nicht, Augsburg nicht, Darmstadt nicht, Frankfurt nicht, Bremen nicht, Hoffenheim nicht, Hannover hat gewonnen. Ja. Was ist da los? Das fällt mir gerade mal auf. Das sind ja ganz schön viele Unentschieden auch. Ne? Hexenkessel Bundesliga. Was ist passiert? Nun gut, erzähl mal weiter. Wie war das Spiel, Ralf? Analysiere mir die Scheiße aus dem Spiel. Ja, wie schon gesagt, Hertha war jetzt, das war wieder so ein bisschen ansatzweise das Hertha aus der Hinrunde, so der leichte Aufwärtstrend aus der letzten Woche so ein bisschen mitgenommen. Und ja, die Kölner auch mit Chancen, größte Chance. Das ist nein, die beste Analyse der Welt. Tobi, so, du bist dran. Nein, Maffrey hatte tatsächlich wirklich eine Riesenchance. Ja. Verpasst halt die Führung. Ja, und die Kölner zum Schluss. Das passt so gut wie die Analyse von Klaas Häufer Umlauf im Doppelpass. Hast du das gesehen? Der war doch beim Doppelpass. Ja, habe ich gesehen. Naja. Also. Für mich war Hertha wieder ansatzweise das, was sie in der Hinrunde gezeigt haben, was die ersten Spiele jetzt in der Rückrunde gefehlt hat. Ja, und jetzt auch wieder mit Glück, weil das war ja auch das, was letzte Woche gefehlt hat. Sie haben zwar nicht schlecht gespielt, aber sie haben keine Tore geschossen. So, und jetzt haben sie das Tor geschossen und haben halt in der einen oder anderen Situation defensiv einfach wieder das Glück gehabt. Und deswegen so ein knapper Auswärtssieg in Köln. Plus halt diese Elfmetergeschichte von Skjelbred war es. Skjelbred. Der dann so ein bisschen
Ja, im 16er. Aber der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat übrigens. Ja. Schelbred, der ist damals geholt worden von Frank Arnesen aus Norwegen. Das war damals ganz interessant. Schelbred hat irgendwie so einen Wettbewerb gewonnen, ja, so eine Art Casting oder sowas, dass man Probetraining gewinnt bei irgendeinem englischen Verein. Was war das? Manchester United oder so? Ich glaube, irgendwie so war das. Und dadurch war der so ein bisschen im Fokus. Und Frank Arnesen hat ihn zum HSV geholt. War nicht gut genug für den HSV. Ist jetzt überragend bei Hertha, ja, bei Platz 3. Naja, für den HSV reicht es nicht. Ja. Das nur am Rande. Ich glaube, ich hoffe, ich habe das irgendwie halbwegs richtig zusammenbekommen, wie das damals mit dem Jungen war. Vielleicht wisst ihr das im Chat besser und könnt mich nochmal aufklären. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Habe ich das? Nein. Gut. Aber ich kann auch was zum Spiel sagen. Bitte. War nicht so spannend. Also war ganz okay, das Spiel. Zweite Halbzeit war Köln besser, erste Halbzeit Hertha. Köln ist nun ein bisschen spät aufgewacht. Von daher auch diese Schmatke-Kritik an diesem halben Elfmeter, der schwer zu sehen war für den Schiedsrichter. Schon ein bisschen seltsam, weil Hertha eigentlich die ganze erste Halbzeit spielbestimmt war. Tja. Gut, Köln, die gehen immer mit viel Lob vom Platz. Aber so richtig in Punkten hat sich das jetzt in letzter Zeit auch nicht niedergeschlagen. Sind jetzt mit 29 Punkten ein Punkt nur noch vorm HSV. Und damit durchaus auch noch so ein bisschen im Strudel. Ne? Aber ich glaube, Köln ist zu stabil. Ich glaube, die sind zu gut. Die kommen da nicht mehr rein. Ist meine Prognose. Ich sag Köln. Hat mit dem Abstieg nichts zu tun. Ja, glaub ich auch nicht. Sind wir einer Meinung? Ja. Sehr gut, komm. Nächstes Spiel. Wolfsburg gegen Bayern. Da gab es ja eine fantastische Geschichte beim Hinspiel. Wolfsburg führt zur Pause 1-0. Robert Lewandowski wurde eingewechselt, nachdem ihn gerade Trainerfuchs Nils Bumhoff bei Comunio gekauft hat. Und hat 5 Tore geschossen. Ich erinnere mich an unsere fantastischen WhatsApp-Dialoge. Ja, nach jedem Tor. Weil du wolltest ihn ja auch haben. Hast ihn aber ja nicht gekriegt. Das ist korrekt. das war auf jeden Fall ein historisches Spiel. Ja. Und ich glaube, Wolfsburg gestern eigentlich relativ lange sogar ganz gut mitgehalten. Aber am Ende hat es dann noch nicht gereicht. Ich gehe nach Hause. Knallharte Analyse. Ich kann heute wirklich nichts beitragen zu dieser Sendung. Die haben wirklich 2-3 gute Konter gespielt in der ersten Halbzeit. Dann nach der Pause ist dann Bayern ein bisschen stärker geworden. Hat dann gereicht tatsächlich. Haben noch ein Abseitstor nicht bekommen. Ja, Lewandowski, ne? Ja, wobei es waren, die Bayern hatten die wenigsten Torschüsse in dieser Saison. Also hatten noch nie so wenig Torschüsse wie in diesem Spiel. Mhm. Deshalb kann man schon sagen, dass Wolfsburg das ganz gut gemacht hat. Man hat auch so ein bisschen bei Bayern gemerkt, dass das jetzt nicht, dass die noch geistig ein bisschen in Turin waren. Also dass sie da nicht wirklich unbedingt dieses Spiel 5-0 gewinnen wollten, um es jetzt mal positiv zu formulieren. Ja, jetzt sind nämlich die heißen Champions-League-Wochen. Und mit einem 2-2, was erstmal wie eine gute Ausgangsposition klingt, auswärts, wie diese Woche ist auch, kann doch gar nicht sein. Nee, aber es war das. Also letzte Woche war ja das. Phase ist eingeläutet. Ist ja nächste Woche wieder Champions League? Ja, geht das sind ja über 4 Wochen. Nächste Woche ist dann wieder Wolfsburg dran und Bayern wieder in 2 Wochen. Ah, okay. So. Genau. Verständlich auch. Und es ist jetzt auch nicht so das Topspiel gewesen. Vielleicht hätten sie, wenn es jetzt gegen Dortmund gegangen wäre, mental nochmal andere Kräfte mobilisiert. So ist Wolfsburg nicht das Topspiel gewesen, was es vielleicht letztes Jahr noch gewesen wäre. Ja. Pflichtsieg. Aber man muss sagen, also Wolfsburg hatte ja auf jeden Fall auch ein paar ganz gute Chancen. Trotzdem, unterm Strich, schon eine relativ enttäuschende Saison von Wolfsburg. Also wir haben ja auch schon häufiger drüber gesprochen, De Bruyne-Abgang und so weiter. Mhm. Aber wenn man sich trotzdem mal anguckt, was da für Namen auf dem Feld sind, also da muss ja, also Champions League müsste eigentlich sein, aber momentan ist ja sogar die Euroleague in Gefahr. Ja? Liegt natürlich auch an den starken Performances von so Mannschaften wie Mainz und Hertha. Ja, aber wenn man überlegt, dass Schalke zum Beispiel jetzt auch noch nicht so stark ist, also die werden ja auch noch trotzdem da oben 4 Punkte vor Wolfsburg. Trotzdem 4 Punkte vor Wolfsburg und ich kann nur sagen, alter Schwede, wie die gespielt haben gegen die Eintracht, das ist schon ein Wahnsinn, dass die da oben stehen. Also es ist echt eine enttäuschende Saison von Wolfsburg. Und das, finde ich, kann man nicht nur erklären mit dem Abgang von De Bruyne, jetzt hat sich auch noch Naldo schwer verletzt. Also, da ist jetzt ein Innenverteidigerposten frei in Wolfsburg. Ja, und Tim Klose haben sie verkauft. Ja, ich meine. Ach so. Also. Darf ja nicht. Ja, aber ist das im Fußball ein Grund? Darf ja nicht? Ein ziemlich triftiger Grund, dass die Regeln es nicht zulassen, dass ich einen Vertrag bekomme. Ja. Aber hast du nicht letzte Woche argumentiert, dass Regeln ja auch... Ja, ich will das nicht wieder aufflammen lassen. Ich habe es sehr genossen am Bildschirm. Aber, ja, aber leider keine festen, also festgeschriebene Statuten und Daten und so und Datums. Aber
Nein, es ist du siehst ja ein bisschen aus wie Naldo. Ja. Ich bin, gut. Nur, bin nur einen halben Kopf kleiner. Tobi. Mann, 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 der Schürrle. Um den Fußballexperten Klaas Häufer Umlauf zu zitieren. Wer hast du dich dazu beizutragen jetzt? Also, ihr habt es ja gesagt, es ist interessant diese Saison. Es scheint tatsächlich so ein Schneckenrennen um die Champions League zu sein. Und ja. Beim Abstiegskampf punkten sie alle wie wild. Also Abstiegskampf brauchst du Punkte. Und unangenehm. Nicht alle. Ja, nicht naja, alle, aber. Also sag, guck mal, also können wir gleich mal zukommen. Aber du sagst nicht alle Punkte. Ich denke nämlich, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Fange ich mal unten an, Hannover, gepunktet, Hoffenheim. Okay, hat jetzt mal in Dortmund verloren, aber davor gepunktet. Also die sind eh jetzt gerade on fire. Bremen gepunktet, Frankfurt gepunktet. Darmstadt hat gepunktet, Augsburg hat okay, gepunktet. Okay, wenn ihr Stuttgart schon als gepunktet zählt. Stuttgart auf Platz 12 ist zusammen mit Hoffenheim der einzige Verein, der da unten nicht gepunktet hat. Da würde ich ihm jetzt recht geben. Also wenn du jetzt anfängst und sagst, Bremen hat gepunktet. Bremen punktet sich momentan einen Tabellenplatz nach unten und das mehrmals in Folge, weil die kommen mit ihren Unentschieden nicht weiter. Und du musst jetzt mal gucken, die haben zu Hause gegen Hoffenheim nicht gewonnen, haben jetzt Darmstadt gehabt, ja. Haben jetzt demnächst Hannover 96. Ich glaube, ist das nicht sogar schon nächsten Samstag? Das heißt, in den direkten Duellen gegen Ingolstadt haben sie nichts geholt. In den direkten Duellen holen sie nichts. Mhm. Das heißt, du bist gezwungen, gegen Mannschaften wie Leverkusen, Bayern, Schalke und zu punkten. Ja. Um jetzt nur mal ein paar Mannschaften aus dem oberen Drittel zu nennen. Was die Sache halt, was zwar möglich ist, aber es macht die Sache bestimmt nicht einfacher. Also, und wenn du in den direkten Duellen nichts holst, ist das immer eine ganz bescheidene Voraussetzung, weil diese Punkte in den direkten Duellen sind ja grundsätzlich. Und wo erfahrt ihr die heißesten News über Lothar? Wo erfahrt ihr die heißesten News über Lothar Matthäus Hochzeit mit Lolita? Bei Bundesliga, immer montags bei Rocket Beans TV. Gerade gesagt hast, der HSV in den letzten Spielen, man hat gegen Gladbach gewonnen, ein Verein, der da oben steht, wo man dann die Punkte holen muss, weil eben in den direkten Duellen, wie jetzt gegen Ingolstadt, wie gegen Frankfurt, schafft man maximal ein Unentschieden. Und es ist ja immer so, man muss ja auch immer gucken, was macht die Konkurrenz? Ja? Wo punktet die Konkurrenz? Wie groß sind die Abstände? Und deswegen war das auch ein ganz wichtiges Spiel, weil HSV und Ingolstadt ja auch in der Tabelle lediglich 2 Punkte trennen. Und ich habe das Spiel gesehen, ich möchte ganz kurz was sagen. Vielleicht werde ich auch länger was dazu sagen, weil das war das hässlichste Drecksspiel, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Das war so ein ekliges Spiel. Luis Holtby hat, glaube ich, irgendwas gesagt, dass Ingolstadt ein ekliger Gegner ist. Ich meine, er wollte damit gar nicht Ingolstadt beleidigen, sondern eher damit sagen, wie unangenehm die zu spielen sind. Und du hast ja, Tobi, ganz viel auch in der Vergangenheit schon immer über Ingolstadt gesprochen. Ich habe jetzt das Hinspiel natürlich auch damals gesehen, zu Hause gegen Hamburg. Aber jetzt so habe ich nochmal besonders drauf geachtet. Und du hast völlig recht. Also, das ist ja unfassbar unangenehm, so ein Fußballspiel zu sehen. Es war fußballerisch von beiden Seiten völlige Katastrophe. Also, bis auf das 1-0, was wunderschön war, vom HSV, ist da nichts passiert. Ich fand, das ist auf allen Seiten unterirdisch. Und ich muss es leider sagen, auch Marco Fritz, den Schiedsrichter, total überfordert. Also, mir total eine Linie gefehlt. Die Zweikampfbewertung hat mich überhaupt nicht überzeugt. Da gab es Situationen, wo ich frage, so, was geht ab? Manche Sachen wurden gepfiffen, andere Sachen wurden nicht gepfiffen, wo du denkst, das kannst du auch andersrum machen. Also, das passte irgendwie zu dem Spiel. Ich bin froh, dass ich nicht im Stadion war. Und ich hoffe, das wiederholt sich nicht so oft. Wobei, das ist ja das, was wir auch gesagt haben. Das ist ja Ingolstadts Taktik, die Gegner mit dem Pressing so zu nerven, dass sie halt nicht Fußball spielen können. Weil sie einfach dauernd attackiert werden, weil du sehr schnell und sie mit einem Kontakt spielen musst, wie bei dem 1-0, wo das einzige Szene, wo Hamburg das geschafft hat, wirklich mit einem Kontakt dann dieses Pressing und diese Manndeckung da zu umspielen. Ich fand aber Holtbys Kritik, ja, okay, kann man machen, aber es war auch so ein bisschen alibimäßig. So, man hat so diese Kerbe gehauen, so Ingolstadt, das ist so eine Fallermannschaft, die er sich immer fallen lassen und dann Auch da gab es wieder Szenen, wo es ja auch exakt so passiert ist. Also es gab sogar die eine Szene kurz vor Schluss wieder, wir haben ja irgendwie letzte oder vorletzte Woche drüber geredet, wo, ich habe den Namen vergessen, wo der eine Spieler von Ingolstadt einfach, er schmeißt sich einfach hin ohne jede Berührung und der Linienrichter steht exakt davor, der Linienrichter guckt da drauf, es ist näher dran, als wir beide hier sind. Und er hebt die Fahne. Und du siehst in der Zeitlupe, da ist nicht mal im Ansatz irgendeine Bewegung. Er hat sie einfach wie Louis van Gaal einfach hingeschmissen. Und du fragst dich, was ist da los? Musst du dich nur noch hinschmeißen im Fußball? Musst du nur noch hinfallen? Und es wird einfach prophylaktisch gepfiffen. Was ist da los?
Das Thema hatten wir letzte Woche. Ich weiß! Ja, ich bin ja deiner Meinung eigentlich, aber ich fand, dass die Szene gab es und es gab noch zwei, drei andere Szenen. Es gab auch zwei, drei Szenen, wo Hamburger Spieler liegen geblieben sind, muss man jetzt. Du, ey, ich will jetzt auch überhaupt nicht, verstehe mich nicht falsch, ich hack jetzt gar nicht ausschließlich auf Ingolstadt rum, überhaupt nicht. Ich fand das Spiel im Allgemeinen von allen Beteiligten sehr unschön. Okay. Dann stimme ich dir nämlich zu, weil ich fand es halt so von Hamburg so ein bisschen alibimäßig dann nachher so gesagt. Ihr hättet auch besser Fußball spielen können, Absolut. Dann wäre das nicht passiert. Ich hate nicht gegen Ingolstadt, verstehe mich nicht falsch. Ich fand nur einfach so, als Zuschauer war das einfach nicht schön anzusehen. Hat keinen Spaß gemacht. Habt ihr das gesehen, das Spiel? Ihr habt wahrscheinlich dann Konferenz geguckt. Ich habe Konferenz geguckt und die haben nicht so oft hingeschaltet. Ja, das hat einen Grund gehabt. Aber, nicht mal bei den Toren. Also ich finde es interessant, weil, wie gesagt, das Spiel Eintracht gegen Schalke, ich würde dem fast das Gleiche attestieren wie du dem Spiel. Und es interessiert mich, also es ist fast schon interessant, weil ich habe so viele schlechte Spiele schon gesehen. Und jedes Wochenende gibt es erneut die Möglichkeit, das noch zu unterbieten. Und ich habe es ja auch getwittert, als der Kommentator gesagt hat, ich habe schlechte Nachrichten, meine Damen und Herren, das Spiel geht noch 15 Minuten. Und es hat exakt meine Gefühlswelt ausgedrückt. Und wenn ich jetzt lese, ich habe auch gelesen, dass HSV und Ingolstadt und dass die alle sich entschuldigt haben. Ich glaube, Drimmitsch hat auch gesagt, dass man eigentlich den Zuschauern das Geld zurückgeben müsste, dafür, dass sie sich das angeguckt haben. Also es ist verblüffend, dass es teilweise so schlechtes Niveau in der Bundesliga gibt. Ich finde überhaupt, also jetzt mal von den Bayern und vielleicht von Dortmund in Einzelfällen abgesehen, ist das, vielleicht ist es auch ganz subjektiv, weil ich zu viele schlechte Spiele jetzt von meinem Verein gesehen habe, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Bundesliga hatte schon mal einen höheren Qualitätsstandard, einfach was das Spielerische angeht. So. Ich weiß nicht, ob sie es mal hatten, aber ich würde dir zumindest da zustimmen. Das ist ja auch das, was wir da in diesem Champions-League-Rennen, was wir gerade angesprochen haben, gesehen haben, dass halt diese Teams, die eigentlich das Budget haben, die eigentlich die spielerische Klasse haben müssten, dass die es nicht schaffen, regelmäßig gegen Hannover, Ingolstadt, Darmstadt und so weiter zu punkten. Das, was du eigentlich erwartest, wenn du Champions-League spielen möchtest, dann musst du diese Spiele gewinnen. Und das gelingt vielen Teams nicht, weil da halt spielerisch was fehlt, was man jetzt auch beim HSV kritisieren kann. Ingolstadt ist natürlich meiner Meinung nach völlig legitim, dass die in erster Linie das Spiel zerstören wollen und halt ihre Stärke einbringen wollen, das Spiel gegen den Ball. Aber das ist doch auch nichts Neues, das macht doch fast jeder Aufsteiger. Also ja, eben. Aber es gibt halt wenige Teams, die das wirklich gut umspielen können. Und dann meistens sind das dann Bayern, Dortmund eben, die halt da oben stehen, weil sie halt eben in diesen Scheißspielen regelmäßig punkten und auch selbst zu enge Spiele. Kommen wir später dazu. Dortmund hat auch gegen Hoffenheim es noch gedreht. Schiedsrichterhilfe, okay, aber haben halt auch das geschafft, was die anderen Teams, glaube ich, in dieser Situation nicht geschafft hätten. Gut, aber die sind da personell auch ein bisschen anders besetzt, budgetär auch leicht anders besetzt. Sie haben aber nicht mehr Budget als Wolfsburg, also nicht viel mehr. Bayern? Ja, Dortmund. Gut, nicht viel mehr als Wolfsburg, nicht viel mehr als Leverkusen. Schalke, okay, ist nicht ganz dabei, aber haben auch genug Geld eigentlich, um Ingolstadt oder Frankfurt regelmäßig schlagen zu können. Stimmt, aber ich finde, Dortmund hat eine ganz anders gewachsene Struktur. Man hat viele Spieler, die seit Jahren da sind, die Leistungsträger, ein Gündogan, der überragend spielt, Aubameyang, der eine fantastische Saison spielt, die sind alle schon ein paar Jährchen da. Wolfsburg hat den Abgang von De Bruyne zu verkraften, was nicht funktioniert. Du musst einen Schürrle, der aus einem Formtief kam, irgendwie einbinden. Ein Draxler, der mit hohen Erwartungen begleitet nach Wolfsburg gegangen ist und seitdem auch so ein bisschen, was ist da los? Kann ich mal das Funkgerät bekommen? Das ist ja eine Riesenfreie. Ralf, kannst du mir das mal bitte geben? Ja, aber das meine ich ja genau, dass die Qualität, also auch wir reden hier von ja teilweise Nationalspielern oder von guten Spielern. Ja, schön. Ob das jetzt ein Holtby ist beim HSV. Roter Adler an verkümmerte Harpy hier, bitte melden. Bitte den Funkkontakt bis auf weiteres einstellen. Ich wiederhole Funkstille. Roter Adler, Ende. End out. Verstanden, Roter Adler, over. Over and out. Entschuldigung, bitte, ich musste das kurz. Was ich meinte, ist, dass die Qualität ja, also ich hatte das Gefühl zumindest, dass so Spieler wie ein Holtby, wie ein Schürrle, wie ein Draxler, das sind ja Nationalspieler, das sind ja Leute, die mal sehr begehrt waren oder auch immer noch sind, die enorm hohe Gehälter beziehen, die hohe Marktwerte haben. Und trotzdem sieht man von den teilweise eklatante Schwächen, dass die Bälle in den Rücken spielen, dass die, weiß ich nicht, es einfach schlechten Fußball spielen, wo ich mir denke, so, was ist denn eigentlich los? Also es kann doch nicht sein, ein Kader vom HSV, jetzt rein vom Namen her, sind da richtig gute Leute auf dem Platz. Bei der Eintracht würde ich jetzt einfach von dem, was ich da lese, wer da auf dem Feld ist, auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass die es nicht auf die Reihe kriegen, eine einzige Torchance sich zu erspielen oder Schalke oder so. Also ich sehe so viele schwache Teams. Ich habe das Gefühl, es ist komplett willkürlich, während Hertha und Köln teilweise schön Fußball bieten mit Zweitligaspielern teilweise oder weiß ich nicht, Leuten, die ausgemustert waren. Ich verstehe es manchmal nicht irgendwie, aber es ist halt kein Mathe. Hat ja Ottmar Hitzfeld oder Wertz gesagt.
Rummenigge. Rummenigge, ja, Fußball ist kein Mathe, scheinbar. Was damals ein Hitzfeld-Diss war, weil Hitzfeld ja Mathe studiert hat. Genau. Ah. Also es ist ein bisschen komisch, es ist so ein Gefühl, das kann man jetzt wahrscheinlich auch empirisch nicht so hundertprozentig belegen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sehen eine der schlechteren Bundesliga-Saisons, spielerisch gesehen so. Ich glaube, was dir so ein bisschen fehlt, ist einfach die Weiterentwicklung von Leuten wie Draxler und Schöle, die ja in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie ein riesengroßes Potenzial haben, aber jetzt gerade im speziellen Fall Wolfsburg, die ja eine Ansammlung von einer wirklich hohen individuellen Qualität sind, das aber nicht geschlossen auf den Platz kriegen. Also da stehen halt 11 gute Fußballer auf dem Platz, aber nicht eine gute Mannschaft. Ich glaube, ist ein Bauchgefühl, aber ich glaube, Draxler würde in Dortmund viel besser funktionieren. Ich glaube, wenn Draxler in Dortmund spielen würde, würde das besser passen. Was sagst du zu dieser gewagten These? Ja, kann ich mir auch vorstellen, weil ja. Das ist so eine Sache, ich will jetzt hier nicht Dieter Hecking dissen, der ist Trainer des Jahres gewählt worden von der deutschen Sportjournalie. Aber was gut, er da das hat, also nur mal um zu sehen, wer noch Mann des Jahres geworden ist, das ist Schuster, von Trainer von Darmstadt 98, muss nichts über die fußballerische Qualität der Mannschaft aussagen. Ja gut, okay, das stimmt. Natürlich ist dann natürlich die Frage, wie bindet man den ein, wie kriegt man es hin, dass der seine Leistung zeigt. Was man so hört, ist aber auch, er ist zum Beispiel hat seinen Trainingsplan in der Winterpause nicht eingehalten. Wobei das auch wieder so ein bisschen... Draxler meinst du? Draxler. Ja, also wurde auch so ein bisschen... Stadt im Boulevard, ich weiß nicht mehr. Aufgeweicht auch wieder, dieser Vorwurf. Ja, wobei ich da jetzt deswegen nicht so etwas sagen will, aber es stimmt schon halt. Es gibt viele Trainer, die anscheinend nicht das Beste aus den Spielern rausholen, ohne jetzt da... irgendwelche Generalkritik, weil dazu habe ich auch keinen Einblick in die Arbeit. Mhm. Aber es gibt natürlich viele Spieler, Schürrle, Draxler, wo man sich denkt, okay, die holen nicht das Beste raus. Kann man jetzt den Trainern die Schuld geben? Kann man auch fragen, passt er da wirklich rein in die Mannschaft? So ein Schürrle, für den man keine taktische Rolle bisher bei Wolfsburg gefunden hat, ist dann auch die Frage, muss man den kaufen? Kann man jetzt wirklich Hacking den vorwerfen? Ja, oder ist es einfach auch eine Qualitätsfrage? Weil ich meine, De Bruyne unter dem gleichen Trainer ist abgegangen wie sonst was. Also ist immer die Frage, kann man es dem Trainer zuschreiben oder dem Spieler oder ist es auch eine Mischung von allem? Du sagst gerade, Draxler würde bei Dortmund funktionieren. Ich glaube, da kannst du viele Spieler nennen, die gerade, ich könnte mir sogar einen Holtby bei Dortmund vorstellen oder, weiß ich nicht, Marco Fabian und plötzlich denkst du, wow, was ein Superstar. Jeder, der einigermaßen spielerisch ein bisschen was drauf hat, wenn du den in eine komplett funktionierende Mannschaft steckst, wo er umgeben ist von Leuten, die wissen, was sie tun, könnte wahrscheinlich auch dann besser funktionieren. Die Frage ist, warum oder wann ist diese kritische Masse an guten Spielern erreicht, dass das ins Positive kippt? Wisst ihr, wie ich meine? Also, dass so viel positive Leute auf dem Feld sind, dass auch ein Moritz Leitner bei Dortmund plötzlich einigermaßen glänzen kann. Das gab es ja auch bei den Bayern, egal ob das ein Heuberg ist oder weiß ich, ein Rode und so weiter, nimmst du die jetzt raus und tust die wieder in eine Mannschaft, wo nicht so viele gute Leute drum sind, dann werden die auch leistungstechnisch wahrscheinlich stark abfallen. Aber das klingt mir jetzt ein bisschen zu sehr nach, da schmeißt einfach die 11 besten Spieler auf den Platz und das funktioniert schon irgendwie. Es ist ja Aufgabe eines Trainers, dafür zu sorgen, dass er die Spieler, die er hat, zusammen funktionieren. Und wenn das nicht gegeben ist, dann muss man natürlich in erster Linie den Trainer kritisieren, der da anscheinend nicht das Beste aus den Spielern rausholt. Aber ist das vielleicht auch eine Frage des Systems? Wenn du dir Mannschaften anguckst wie Mainz oder wie Köln, da hast du das Gefühl, da ist eine Grundidee und dann wird überlegt, welche Spieler bekomme ich für meine Idee. Die werden aber so ein bisschen dem Konzept untergeordnet, die Spielerkäufe. Bei Wolfsburg hat man so ein bisschen das Gefühl, es wird vielleicht auch nach Namen gekauft. Du hast einen Luis Gustavo im Mittelfeld, dann einen Dante jetzt geholt von Bayern, Schürrle, Draxler, das sind alles große Namen, die den nächsten Schritt machen sollten, beziehungsweise wie bei Dante oder Luis Gustavo das Leistungsniveau von Bayern abrufen sollten. Aber ist da nicht vielleicht auch so ein bisschen die Idee bei zu kurz gekommen? Aber das ist ja exakt meine These. Ein Dante bei Bayern, super Innenverteidiger, ein Dante bei Wolfsburg, naja, mittelmäßig sei oder vielleicht ein bisschen besser als Mittelmaß, aber auf jeden Fall nicht mehr so eine Koryphäe. Und das Gleiche gilt eben auch vielleicht für andere Spieler, wie ein Schürrle in der deutschen Nationalmannschaft. Wenn du einfach umzingelt bist von Superleuten, kannst du halt vielleicht eine bessere Leistung abrufen als Leute, die vielleicht nur an 80% sind. Ich meine, die sind ja umzingelt bei Wolfsburg. Das sind ja rein individuell von den Namen her, sind das Leute, die ja durchaus auch ein
guten Ruf haben und fußballerisch schon was bestätigt haben. Aber was ich meine ist, das ist einfach nur wie so ein bisschen wie bei FIFA, Food, ja, wo du, wenn du einfach nur Weltklasse-Spiele aneinander reißt, aber die Chemie nicht stimmt, dann hast du ein Kackteam. Aber wenn du das Team aufeinander abstimmst und vielleicht hier und da auch mal einen Namen nimmst, der noch nicht irgendwie die entscheidende Vorlage im WM-Finale gemacht hat, sondern aber vielleicht auf anderem Wege besser ins Team passt, dass das Gesamtergebnis deswegen höher ist. Das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Da stehen halt 11 individuell gute Fußballer auf dem Platz, aber da steht halt nicht eine gute Mannschaft auf dem Platz. Und das, wenn du jeden für sich betrachtest, sagst du, guter Fußballer, gute Fähigkeiten, das kann er gut, das kann er gut, das kann er gut. Aber im Verbund funktioniert das nicht. Und das ist Aufgabe des Trainers. Aber ich meine, Dante ganz aussortiert. Ganz Dante war kein Stammspieler beim Bayern. Luis Gustavo war im Prinzip zweite Wahl bei den Bayern. Schürrle hat es nicht geschafft, sich in England durchzusetzen. Ja, aber das ist das, was Nils sagt. Wird Draxler, halt ist der einzige, Draxler ist der Einzige, wo man gesagt hat, okay, der ist Stammspieler, der hat auch wirklich das Potenzial zum Weltklassespieler. Wobei auch er auf Schalke stagniert hat. Er hat auch stagniert, ne? Und so krass hat man ihm scheinbar auch nicht hinterhergeheult, hat auch immer mit einem Verkauf geliebäugelt. Ja. Also ich will damit die Spieler nicht runterreden. Ich wäre um jeden einzelnen Spieler froh, wenn er bei der Eintracht wäre. Ja? Nur wir reden hier von einem Verein, der den Anspruch hat, Bayern und Dortmund Paroli zu bieten. Und ich glaube einfach, dass die Mannschaften mittlerweile so eng sind, dass es nicht mehr so ist, dass ein Spieler, der bei Leverkusen auf der Bank ist, automatisch Wolfsburg weiterhilft. Ein Spieler, der bei Leverkusen auf der Bank ist, sitzt vielleicht auch bei Gladbach auf der Bank. Ja, wir sehen es jetzt, Jonas Hoffmann zum Beispiel, der sich bei Gladbach auch noch nicht durchgesetzt hat. Man denkt so, ja gut, Dortmund vielleicht eine Nummer zu hoch, dann geht er halt zu Gladbach. Aber die Mannschaften sind teilweise so eng vorbei, dass natürlich auch bei Gladbach vielleicht Defizite festgestellt werden an dem Spieler, die ihm nicht den Sprung in die AF. Kahn Eihan, geholt von Schalke, ja, der ist zu Eintracht, der hat gesagt, er will auf jeden Fall Stamm spielen bei der Eintracht. Ja. Der macht kein einziges Spiel bei der Eintracht. Und du denkst, naja, ein junges Talent, was bei Schalke schon mal einen Einsatz hatte, spielt Stamm bei der Eintracht. Nee, Bullshit, der spielt auch bei der Eintracht nicht Stamm, weil du brauchst gewisse Qualitäten, das ist alles Bundesliga, es ist alles eng beieinander. Und ich glaube, dass der Wolfsburger Kader nicht so stark ist, wie man vielleicht vermutete. Das sind starke Namen, aber sind es auch wirklich starke Spieler? Tobi, möchtest du noch was ergänzen? Woran zum Thema Spielidee. Jetzt Wolfsburg im Vergleich zu anderen Spitzenteams. Sind die Namen größer als die Spielidee dahinter? Ich glaube, das muss man so festhalten, ja. Also der Kader ist gespickt mit Nationalspielern. Es ist natürlich ein bisschen wenig, was man diese Saison da rausholt. Das muss man so formulieren, auch gerade wenn man guckt, wie es gegen Gegner reicht, die eigentlich schwächer sind als man, gerade auswärts. Das müsste eigentlich einer Mannschaft mit so guten Spielern relativ egal sein, ob sie zu Hause oder auswärts spielen. Mhm. Und Wolfsburg ist aber trotzdem ganz hinten in der Auswärtstabelle. Mhm. Loser. Ein Scherz. Ja, machen wir gut. Also es geht schnell, ne? Also das Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Ralf, letztes Jahr haben wir Wolfsburg noch bewundert, Vizemeister, DFB-Pokalsieger. Dieses Jahr Wolfsburg Platz 8. Was ist da los? Na gut, so ist das halt im Fußball. Lass uns mal weiter galoppieren zum nächsten Abstiegsduell. Stuttgart wähnte sich schon entfleucht diesem Abstiegskampf und auf europäischen Pferden wandern. Was rede ich für ein Quatsch? Aber so Spieler wie Kostic und Didavi reden auf einmal davon, in Stuttgart bleiben zu können, wenn es dann international vielleicht auch mal funktionieren könnte dieses Jahr. Schubsdiwupps kassiert man eine Heimniederlage gegen Hannover 96, die bis dahin gefühlt jedes Spiel in der Saison verloren haben. Ja, wie konnte das denn passieren? Naja, ich würde sagen, es war eine Frage der Zeit. Also, dass Hannover irgendwann auch mal wieder punktet oder gewinnt, denke ich, das war irgendwie, also habe ich schon mit gerechnet, dass der Trainerwechsel irgendwann auch Früchte zeigt, dass vielleicht das System von Schaaf oder die Ideen, die er hat, dass das vielleicht auch ein bisschen dauert, bis das irgendwie in die Köpfe reingeht. Ich finde auch Hannover, ja, also, naja, es klingt jetzt bescheuert, aber die haben auch nicht immer nur katastrophal gespielt in den letzten Wochen. Also die haben sich auch nicht immer abschlachten lassen oder so, sondern es waren auch oft knappe Sachen dabei. Stuttgart würde ich trotzdem auf jeden Fall sagen, dass die raus sind aus dem Abstiegskampf, auch wenn es da jetzt nochmal ein Ausrutscher war. Aber die sind einfach zu gut und unter Kramny läuft das auch richtig gut. Und ich finde, der Sieg von Hannover ist ein richtiger Gamechanger, gerade im Abstiegskampf, weil jetzt
ist richtig Druck auf alle da unten. Für alle, ja. Also auch weil Hoffenheim muss man dazu sagen, ne? Die sind vorher hatte man ja so das Gefühl, okay, die direkten Abstiegsplätze sind vergeben, ja. So ein bisschen einem Sicherheit gegeben. Genau. Jetzt hat man beide Vereine auf einmal, die wieder Morgenluft wittern. Und jetzt kann es wirklich dann, wenn wir jetzt mal bis zum Ende des der Saison denken, es kann wirklich so ein Herzschlagfinale werden, wo wie die letzten Jahre auch. Ja, wo wirklich in der letzten Sekunde noch ein Tor fällt und komplett das entscheidet über Abstieg, Klassenerhalt oder Relegation. Also ich glaube, es wird eine ganz, ganz knappe Kiste und ich vermag nicht zu beurteilen, außer der Eintracht, wer sonst noch mit absteigt da unten. Also bei Stuttgart würde ich gerne nochmal auf das eingehen, was ich letzte Woche gesagt habe. Klar hatten die jetzt eine geile Phase und haben sehr gut gepunktet. Allerdings hängt dir da halt einfach dieser beschissene Saisonstart noch hinterher. Und du kommst jetzt nicht, nur weil du mal 3-4 Mal gewinnst, kommst du nicht komplett unten raus. Und das ist das, was ich meine, als wir schon drüber gesprochen haben, ob Stuttgart vielleicht Richtung Europa denken kann. Nein, wenn du so in die Saison startest und wenn du irgendwie am 10. Spieltag noch da unten so tief mit drin bist, hast du nicht über Europa nachzudenken. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass irgendeiner in Stuttgart da ernsthaft drüber nachdenkt. Wenn ja, sollte man ihm vielleicht mal einen kalten Eimer Wasser über den Kopf schütten. Und bei Hannover, die Frage ist, ja, es war klar, dass sie irgendwann wieder gewinnen, wenn man das Spiel gesehen hat. Gerade auch nochmal die Zusammenfassung. Ich habe es mir heute Mittag nochmal angeschaut. Also da war schon natürlich auch eine gehörige Portion Glück dabei. Also die Stuttgarter tauchten 2-3 Mal ganz frei auf vor dem Tor. Ich erinnere nur an Werner, der Torwart war schon gar nicht mehr im Tor und den Ball nicht über die Linie bringt. Hatten dieses Mal halt nicht dieses Abschlussglück, das sie jetzt in den Wochen vorher sich einfach erarbeitet haben. Und Hannover dran geblieben. Ja, sie haben jetzt mal 3 Punkte geholt. Die Frage ist nur, was ist am Ende der englischen Woche? Wenn sie jetzt nichts mehr holen, spielen die morgen oder übermorgen, also jetzt am nächsten Spieltag und am Wochenende. Dann natürlich war das ein Lebenszeichen, dass sie jetzt nicht alles verlieren, das ist auch klar. Und irgendwie mit 23 Punkten Rückstand absteigen. Aber das war sicherlich auch für die Moral wahnsinnig wichtig, um einfach zu sehen, Leute, bei einer Mannschaft der Stunde, was ja Stuttgart durchaus war, können wir was oder holen wir was? Das gibt dir ein ganz neues, ein sehr positives Gefühl. Musst du aus Hannoveraner Sicht jetzt natürlich nachlegen, weil sonst war das, ja. Ja, man hat übrigens 2 Nordderbys vor der Brust. Wolfsburg ist die nächste Station jetzt und dann am Wochenende, am Samstag in Bremen. Und das ist natürlich ein ganz entscheidendes Duell. Vielleicht endet es wieder unentschieden und am Ende ist nichts passiert. Aber das ist für Bremen sehr, sehr wichtig und für Hannover auch, denn das will man nicht verlieren. Also wenn man das Spiel gegen Bremen verliert und dann wieder quasi 3 Punkte an einen direkten Konkurrenten abschenkt, das wäre für Hannover, glaube ich, wieder ein enormer Rückschlag. Aber das, was ich eben angesprochen habe, diese direkten Duelle, so, und das ist, da geht es für Bremen um wahnsinnig viel und da geht es jetzt auch für Hannover um wahnsinnig viel. Da können sie nämlich nicht nur für sich 3 Punkte holen, sondern einen direkten Konkurrenten komplett unten mit reinziehen. Ja. Wohingegen, den Gedanken wollte ich eben noch fortführen, Ingolstadt und der HSV zum Beispiel eine ganz andere Ausgangssituation haben, da reicht ein Unentschieden, weil dann hältst du einfach den Gegner auf Distanz. Du darfst nur nicht verlieren. Genau, du hältst den Gegner ein bisschen auf Distanz, aber man muss, das ist das, was ich auch vorher sagte, aus Hamburger Sicht jetzt zum Beispiel, ist vielleicht noch mal was anderes als aus Ingolstädter Sicht. Wenn du ein Duell hast gegen einen direkten Mitkonkurrenten wie Ingolstadt ein Heimspiel, dann musst du das eigentlich nutzen, um gegen die anderen Mannschaften da unten drin Punkte gut zu machen. Richtig. Und der HSV hat mit diesem Unentschieden auf niemanden irgendwas gut gemacht, weil alle anderen eben auch gepunktet haben. Und das meine ich, weil wenn der HSV dann gegen Leverkusen spielt, gegen Wolfsburg spielt, gegen Hertha spielt, dann sind die anderen gefordert, Punkte gut zu machen. Und dann setzt du dich so unter Druck, gegen diese Top-Mannschaften zu punkten. Und deswegen ist das für mich aus Hamburger Sicht kein gutes Ergebnis. So, zumal man auch gegen Frankfurt, denke ich mal, einen Sieg hat liegen lassen. Gut. Aber wir waren ja bei Stuttgart-Hannover. Genau, wir springen heute so ein bisschen immer hin und her. Tobi, wolltest du noch was sagen? Interessanterweise ja. Dann mach das doch. Hannover hat auch in der Hinrunde interessanterweise jetzt gegen Wolfsburg und gegen Bremen dann 4 Punkte geholt. Das war so ein bisschen die beste Phase. Und jetzt wieder, ich fand sie in der ersten Halbzeit ziemlich stark am Wochenende. Haben ohne echten Stürmer gespielt, haben hier vorne, weil Almeida und Scholler nicht zur Verfügung stehen.
Deswegen auch, aber es war auch eine taktische Entscheidung auch. Weil man ganz bewusst gesagt hat, wir setzen vorne vor zum Kiyotake zwei eigentlich Zehner, die dann immer wieder sich hier haben fallen lassen. Und das ist so ein bisschen die Schwachstelle von Stuttgart, weil sie hier mit Gentner einen haben, der im Pressing immer rauszieht, mit Seridi auch einen sehr aggressiven haben. Ja. Und die haben dann halt diese Zone hier besetzt. Und das hat ausgesprochen gut funktioniert bei Hannover in der ersten Halbzeit. Ja. Nach der Pause nicht mehr. Da hat man dann wieder die Defensivschwächen gesehen und da hat dann Stuttgart, wie Ralf das perfekt gesagt hat, 10 Chancen nicht reingemacht. Das erinnerte so ein bisschen an die Zeit unter Zorninger. Ja. Die Chancenflut, die nicht verwertet wurde. Mhm. Kurz noch zu Hannover. Kiyotake ist wieder auf dem Platz gewesen. Ganz wichtiger Mann für Hannover. Ja. Das merkt man sofort. Ne? Ich habe auch getwittert am Wochenende. Also Kiyotake, Schulz und Ziele haben eigentlich Stuttgart besiegt. Ja. Kiyotake 2 Freistoßflanken, Schulz 2 Tore nach Freistößen und Ziele, der wieder überragend gehalten hat. Ja. Lustigerweise hat es der Tweet auch bei ZDF ins Abendprogramm geschafft. Du hurst überall rum. Was ist da los? Das war eine lustige Geschichte, kann ich ja nochmal erzählen. Da bei ZDF Sport haben sie diesen Tweet eingeblendet. Ja. Und dann hat mich meine Schwiegermutter angerufen. Spanisch, hat gesagt, ich bin im Fernsehen. Und ich so, ich weiß nichts davon, wieso bin ich im Fernsehen? Dann meinte sie, du warst gerade beim ZDF mit deinem Tweet da. Und die ist natürlich fest davon ausgegangen, dass ich jetzt reich bin und dass ich großartig vergütet werde vom ZDF, dass sie im Tweet einblenden. Dann selbstverständlich. Musste sie erstmal aufklären. Das habe ich halt getwittert. Das ist immer noch der alte arme Lump, wie zuvor bist. Ja. Aber deswegen arbeitest du ja hier, um dir eine goldene Nase zu verdienen. Genau. Ne? Gut, dann lass mal zum nächsten Spiel kommen. Das ist auch ein attraktiver Schlagabtausch der Güteklasse A++ gewesen. Bremen gegen Darmstadt 2:2. Ein hochklassiger Exportschlager der Bundesliga, der sicherlich dafür sorgen wird, dass der asiatische Markt, der amerikanische, der afrikanische Markt im Nu erobert werden. Dürfen wir Gunnar zitieren aus der WhatsApp-Gruppe? Bitte. Natürlich. Was hat er geschrieben? Dass er sehr sauer ist. Gunnar war sehr sauer. Ja. Zweimal sehr. Und das will bei Gunnar mit was heißen. Ausrufezeichen. Weil Gunnar ist nicht so oft sauer. Das ist, dem scheint eigentlich die Sonne aus dem Arsch. Und wenn ihn sowas runterreißt, dann muss schon einiges passiert sein. Was ist denn passiert? Tja, seine Mannschaft hat erst kurz vor Schluss gegen Darmstadt den Ausgleich geschafft. So weite Teile der ersten Halbzeit und das erste Drittel der zweiten Halbzeit eigentlich die bessere Mannschaft. So gerade der Führungstreffer der Darmstädter war dann doch überraschend. Also ich will jetzt nicht sagen aus dem Nichts, aber relativ überraschend. Eigentlich ist ja jeder Treffer der Darmstädter überraschend. Ja, und zur Überraschung aller, wenn wir jetzt schon bei tollen Überraschungen sind, Standard. Aytak Zulu wieder, ne? Ja, 6. Saisontor. Ja, die machen nur, also das zweite Tor war ja auch ein Standard, nämlich ein Elfmeter. Da können wir gleich nochmal drüber reden, weil ich hatte Gunnar dann getweetet, weil ich habe es nur einmal gesehen, die Szene. Und mein erster Impuls war sowas von eine Schwalbe. Und dann haben die aber, der Kommentator gesagt, er trifft ihn da unten am Knöchel und so. In meinem Gefühl lag er schon so wie ein Skispringer in der Luft, bevor er getroffen wurde. Aber er trifft ihn schon. Ich habe, das ist eins der Spiele, die ich mir heute Mittag nochmal angeschaut habe. Du er Armer. Trifft ihn schon. quasi am Standbein, am Knöchel, also den kannst du schon geben. Kannst du geben? Ja. Na gut, dann halte ich mich zurück. Also ich bin ja aber gerade so ein bisschen auf Krawall gebürstet, was diese Sachen angeht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ja. Für den Abstiegskampf ist es eigentlich, also zumindest aus Eintracht-Sicht war das ein gutes Ergebnis, weil Bremen uns nicht überholt hat und Darmstadt irgendwie dadurch sich nicht so ganz absetzen konnte. Also diese Unentschieden sind manchmal ganz hilfreich, weil sie keinem so richtig helfen. Aber dann es bleiben alle so in Schlagweite einigermaßen. Ja. So hast du zumindest noch die Chancen. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass sich diese, wir werden das bei der Tabelle sehen, dass sich diese Gruppe, die dann so ab Platz 15, 14 anfängt, zu sehr verabschiedet aus dem Abstiegskampf. Und je mehr Leute da noch mit im Strudel sind, desto mehr. Aber Hoffnung das passiert ja nicht. Also wenn Michael Frontzeig erstmal die Eintracht übernimmt, dann haben die ja auch 2 Spiele lang Euphorie. Und dann holen die erstmal 2 Punkte. Das habe ich heute gehört. Ah nee, das können wir ja gleich besprechen. Es wird nicht passieren, es wird kein Trainerwechsel geben. Nee, das habe ich im Kontext Werder Bremen gehört. Also sind wir beim richtigen Spiel. Luhukay, Frontzek oder bei Bremen? Favre. Bei Bremen? Ja. Also, woher hast du diese Information? Ja, das ist die interne Profifußball. Pass auf, du musst das nicht. Sag einfach, du hast deine Quellen, das ist völlig okay. Das ist auch journalistisch. Quelle Internet.
Nee, aber Favre wäre ja knaller. Favre wäre, also das würde mich total wundern, wenn ja, Favre Probleme übernimmt. Favre wurde auch, also es wurde auch gleich gesagt, dass das ein sehr unrealistisches Szenario ist. Ich denke, der wird auf Schalke gehen, wenn der Breitenreiter weg ist. Auch eine Möglichkeit, auch eine Möglichkeit. Und das dauert nicht mehr lange. Was der Heide dazu sagt. gut, also, du warst mitten in der Analyse noch, ne? Bremen-Darmstadt. Bremen-Darmstadt. Ne, wir waren eigentlich schon fertig mit eigentlich Bremen. Ja, Tobi? Ja. Mannschaft mit den drittmeisten langen Bälle trifft auf Mannschaft mit den meisten langen Bälle. Es fliegen ein paar lange Bälle durch die Gegend. So. Super attraktiv. Ja, Zusammenfassung, kurz. Ja, und am Ende steht halt ein 2-2. Das übrigens auch beim darauffolgenden, also beim kommenden Spiel das Ergebnis war. Das ist korrekt. Ist das Zufall oder ist das göttliche Vorhersehung? Man weiß es nicht. Augsburg gegen Gladbach. Augsburg mit der Euphorie des tapferen Verlierers aus Liverpool zurückgekehrt. Schwere Beine, leichte Köpfe. Hat man aber gar nicht gemerkt. Hat man nicht gemerkt. Also tapferes Spiel von Augsburg gegen Gladbach. Muss man auch erstmal einen Punkt holen. Hat sogar geführt, 2-1. Zumindest für 2 Minuten, ja. Immerhin. Ich würde sogar die These aufstellen, der Unterschied zwischen dem Augsburg der letzten Saison und dem Augsburg dieser Saison. In der letzten hätten sie das irgendwie noch mit der 90. mit einem Ding gewonnen. Ja. Und jetzt hatten sie ja das Glück einfach nicht. Waren klar die bessere Mannschaft. Bobadilla ist in einer Wahnsinnsform, spielt wahnsinnig gut. Kayubi hat sich auch eingefügt und die beiden ergänzen sich jetzt auch so sehr gut. Können beide in Kopfball spielen, können beide aber auch dribbeln. Das macht sie so schön unausbrechenbar. Wenn du natürlich zwei Spieler da hast, die also alles können. Kann sein, dass eine Flanke reinfliegt, kann sein, dass da plötzlich ein Dribbling kommt. Und ja, Gladbach 2 gute Konter, aber ansonsten fand ich Augsburg klar das bessere Team. Das ist schon erstaunlich, ne? Ja. Wir müssen Patrick Herrmann ist wieder am Start, ne? Richtig. Patrick Herrmann ist am Start, hat noch nicht so aufgetrumpft. Gut, das erste Spiel seit irgendwie wie vielen Monaten? Viele Monate. Lange, glaub, er hatte einen Kreuzbandriss oder sowas, ne? Oder Meniskus. Konservativ behandelt. Genau, keine OP. Keine OP. Macht sich Hoffnung auf die WM. Ich habe ihn gekauft bei Comunio. Und soll ich ihn behalten? Ich denke schon, weil das waren jetzt so die ersten Minuten, dass du da jetzt nicht erwarten kannst, dass er das Spiel allein dreht, ist klar. Aber er wird jetzt immer mehr Spielzeit kriegen und dann hat Gladbach auch eine Offensivstärke mehr, weil Patrick Herrmann einfach wahnsinnig kreativ ist. Er hat einen großen Spielwitz und schnell auch. Schnell, flink und auch eine ganz gute Ergänzung zu Raphael. Also da hat André Schubert einfach nochmal jemanden zur Verfügung, der die Offensivstärke der Gladbacher noch besser auf den Platz bringen kann. Was wieder mal aufgefallen ist, war halt die Abwehrproblematik, finde ich. Also so Gladbach so nach vorne gut, nach hinten ist das noch so. Ja, deswegen, das sieht man ja auch an den Ergebnissen. Das ist immer, für den neutralen Zuschauer sind das schöne Spiele. Mhm. Erinnert mich so ein bisschen an Werder Bremen vor 6, 7, 8 Jahren, regelmäßig 4-3 und ähnliche Ergebnisse. 5-4, genau. Also, ja, aber das ist doch schön. Also, wir reden jetzt für den Neutralen. Nein, ist doch so. Wir reden, guck mal, Fußball ist Unterhaltung. Das ist ja nicht irgendwie Survival Game mit Arnold Schwarzenegger oder so, sondern das ist Unterhaltung. Und die sollen gefälligst Spaß machen, diese Spiele. Und wenn man sich das anguckt und denkt sich die ganze Zeit, what the fuck, was ein rumpeliger Kack, den ich mir da wieder reinziehe. Das ist ein Unterhaltungsprodukt, Fußball. Und dann gucke ich mir lieber ein 5-4 an, als irgendwie so ein hässliches 1-1, wo man die ganze Zeit nur die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Was ist das denn für ein Vergleich? Wie? Arnold Schwarzenegger macht da auch Spaß. Ja, was ich meine ist, da geht es ums Überleben. Wenn Arnold Schwarzenegger Survival Games hat, dann geht es ums pure Überleben. Da wird mit Elektroschockerkanonen gearbeitet und solche Sachen und Hackebeile. Und das ist Fußball. Das ist der Unterschied. Welchen Film redest du? Hier der eine Running Man oder so. Running Man? Ach ja. So, da wird richtig gemetzelt. Ja. Das ist halt eine andere Geschichte als Fußball. Das meine ich nur. Also da gucke ich mir doch lieber sowas an. Und ich glaube, dass Werder Bremen auch immens profitiert hat davon, weil die Mannschaft wird sehr positiv wahrgenommen, glaube ich, im neutralen Fußball Deutschland, hat viele Fans, obwohl es jetzt eigentlich auch nicht so ein Riesenclub ist, aber das rechnet man, glaube ich, dem Verein auch hoch an, dass man immer für attraktiven Offensivfußball stand. Das ist, finde ich, dann auch, kommt ja auch zurück zum Verein. Ja. Ist natürlich eine Chance für Gladbach, aber auch kostet natürlich auch Punkte, muss man ganz klar sagen. Unter Favre hatten sie es besser geschafft, wenn sie 2-0 geführt haben, das Ding dann komplett runterzulegen, indem sie defensiv sicher stehen. Gut. Na gut, dann kommen wir mal zum nächsten Spiel, das dritte Spiel von Nagelsmann. Hoffenheim in Dortmund. Das dritte?
Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage, ne? Dritte. Ja, alles dabei gewesen. Alles abgefrühstückt direkt in seinen ersten drei Spielen. Was möglich ist, lange geführt in Dortmund durch Sebastian Rudi, der dann allerdings mit einer roten Karte, was so ein bisschen... Drei Spiele Sperre jetzt gekriegt. Drei Spiele Sperre, genau. Ja, wenn wir Foul ganz korrekt sein wollen, ja, fünf. Ach so, entschuldige, ich war gerade woanders. Ja, drei Spiele Sperre würde ich gerne gleich nach der Halbzeitpause noch meckern. Genau, da bin ich sehr gespannt, was du zu meckern hast. Wir freuen uns sehr auf eine analytische Besprechung des Spiels Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim 1899. Bis gleich. Was? Ja, würde ich doch sagen. 20 Sekunden zu früh abgeschaltet. Scheiße, was machen wir denn jetzt?